Wir wissen also jetzt auch vom Professor Dr. Götz Bokelmann, dass unsere Erde in ständiger Bewegung ist. Das haben Erdbeben in der italienischen Poebene vor kurzem erst wieder unter Beweis gestellt. Doch was heute unter der Erdoberfläche so passiert, das interessiert Professor Dr. Karl Wozelker nicht so sehr. Denn er ist Professor an dem Institut für Geschichte, nämlich für historische Erdbebenforschung. Man meine jetzt eigentlich, dass es mehr Sinn machen würde, zum Beispiel zukünftige oder aktuelle Beben zu untersuchen. Wie kommt man auf die Idee, zum Beispiel Erdbeben aus dem 15. Jahrhundert zu erforschen? Ja, die Zukunftsvorhersage bei den Erdbeben steckt in den Kinderschuhen, nicht? Das ist nicht so leicht, die Erdbeben der Zukunft zu erforschen. Die gegenwärtigen Beben werden ja so und so erforscht im Sinne, dass es Aufzeichnungen darüber gibt. Also die Seismographen, die überall in der Welt verteilt stehen, zeichnen ja die Erdbeben auf. Da kann man dann Rückschlüsse ziehen, wo das Epizentrum war, wie stark das Erdbeben war etc. Das Problem ist, dass diese Beobachtungen über Erdbeben ungefähr grob gesprochen 150 bis 200 Jahre zurückreichen. Davor gibt es keine Seismographen und keine wirklichen wissenschaftlichen Aufzeichnungen in Wissenschaft im heutigen Sinn, sondern nur Aufzeichnungen, die für den Historiker zugänglich sind. Also das heißt, in den Quellen stehen Dinge, die den Geophysiker Informationen darüber geben, wie stark das Erdbeben an einem bestimmten Ort gespürt wurde. Und aus diesen Dingen heraus kann er dann so ähnlich wie heute, natürlich nicht mit derselben Exaktheit, aber doch sehr exakt das Erdbeben analysieren und feststellen, wo das Erdbeben Epizentrum hatte, welche Schüttergebiete es hatte und so weiter. Wichtig ist das vor allem natürlich jetzt nicht so sehr für die Erdbebenprävention der Zukunft, sondern für die Frage, wo gibt es bebensichere Standorte für Großprojekte. Nicht? Also das ist die wichtige Frage. Also wenn ich Atomkraftwerke in Österreich, ist das eben bei Zwentendorf der Fall gewesen, oder auch wenn ich einen Staudamm baue und der ist in einem erdbebengefährdeten Gebiet, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein großes Beben, also stark Beben, wo halt große Schäden eintreten, wieder passieren könnte, dann ist natürlich die Katastrophe perfekt und daher versucht man diese Katastrophen dadurch zu minimieren, dass man weit in die Vergangenheit zurückgeht und die Erdbeben untersucht. Und welche Quellen ziehen Sie dann heran für Ihre Arbeiten? Das sind ganz unterschiedlichste Dinge gewesen. Die Arbeit liegt ja schon einige Zeit zurück. Das sind sowohl schriftliche Aufzeichnungen in erster Linie, einige wenige Bildquellen. Die Bildquellen geben nicht allzu viel her. Aber die schriftlichen Aufzeichnungen, das können Briefe sein, Berichte von Leuten, die das Erdbeben miterlebt haben. Das können natürlich auch Akten sein, also zum Beispiel über die Beschädigungen in einem bestimmten Gebiet. Es hat dann bei unterschiedlichen Erdbeben, also bei dem 1590er Beben, wo das erste Buch über Erdbeben in Österreich entstanden ist, waren das noch relativ wenige Quellen, aber im 17. und 18. Jahrhundert steigen diese Quellen. Man hat das dann sozusagen das Gebiet beritten und hat die Erdbebenschäden aufgezeichnet, nicht? Und damit hat man natürlich sehr, sehr gute Informationsquellen. Aber natürlich ist es auch klar, bei so Quellen, man muss ja dann immer kritisch bleiben, oder? Natürlich, also Quellen müssen immer kritisch, das ist also die Aufgabe des Historikers, der Historikerin, Quellen kritisch zu betrachten. Natürlich, wenn ich jetzt einen Brief habe, wo jemand um Steuerermäßigung ansucht, weil seine Bauern, also irgendein Adeliger, weil seine Bauern durch das Erdbeben geschädigt wurden, dann muss man sich fragen, naja, also wie übertreibt er, nicht? Also jeder, der Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass man da gerne das eine oder das andere sich ersparen möchte, sozusagen. Und das war damals natürlich genauso der Fall. Also man muss kritisch mit den Quellen umgehen. Aber im Großen und Ganzen sind die Quellen eigentlich sehr, sehr hochwertig und gut für die Erdbeben. Zum Teil hat man Informationen drinnen, die wirklich also geradezu ins Detail hineingehen. Also irgendwo, wo der Kanarievogel im Käfig vom Sprissal gefallen ist. Das ist etwas, was eine bestimmte Intensität des Erdbebens anzeigt. Nicht? Also das klingt zunächst einmal lächerlich, ist aber etwas, woraus der Geophysiker dann Schlüsse ziehen kann, dass dort eine ganz bestimmte Intensität ist und diese Punkte gleiche Intensität kann er dann auf einer Karte einzeichnen und das ist die Grundlage für die Analyse. Und wie schaut es aus, zukünftige Erforschungsprojekte, wie glauben Sie, geht es weiter in der historischen Erdbebenforschung? Na, es ist ja weitergegangen nach diesem Projekt. Also die eine der Mitarbeiterinnen, die Christa Hammerl, die eine Dissertation über ein Erdbeben, das in ein Epizentrum in Friaul hatte, also das sogenannte, wird immer als Villacher Beben bezeichnet. Das Epizentrum lag aber in Italien, in Friaul, und Villach war eben ein besonders zerstörter Ort.
und dann über viele andere Erdbeben weitergearbeitet. Die ist an der Zentralanstalt für Geophysik und Geodynamik, glaube ich, heißt sie genau, und arbeitet dort weiter an historischen Erdbeben.